Mit 500.000 Tier- und Pflanzenarten ist Costa Rica eines der artenreichsten Länder der Erde. Der Unternehmer Leo Prösler kommt viermal im Jahr aus Deutschland hierher. Das ist das Besondere an dem Wald, diese Vielfalt, die miteinander entsteht, vergeht und gleichzeitig Neues schafft. Bis in die 80er Jahre wurden drei Viertel des Waldes gerodet. Er musste Platz machen für Monokulturen, zum Beispiel Ananasplantagen. Deswegen hat Leo Prösler mit seinem Sohn Stefan und der Firma Querdenker GmbH ein Aufforstungsprojekt gestartet. Das dient auch dem Artenschutz. Stefan Prösler ist inzwischen nach Costa Rica gezogen und managt das Projekt. Einmal die Woche bespricht er mit seinem Team Probleme und Pläne. Am Anfang ging es hier wirklich nur ums reine Bäume aufforsten. Und mittlerweile hat sich das Ganze entwickelt unter diesen drei Säulen oder Dreiecksmodell zwischen sozialem, ökologisch und ökonomischer Rendite auch. Das Arbeiten hin zu einem Wirtschaftssystem, was man wirklich mit nachhaltig beschreiben kann. Investoren legen ihr Geld in die Aufforstung von Mischwäldern an. Rendite bekommen sie erst nach 24 Jahren, wenn die Bäume auf nachhaltige Art gefällt werden können. Einige Bäume, die zu dicht stehen, können bereits nach 7 Jahren gefällt werden. Das schafft Zusatzeinkommen und Arbeitsplätze. Die Einheimischen sollen von den Ökoprojekten bald selbstständig leben können. Auf einer verlassenen Finca haben sich wieder Leute angesiedelt. Neben der Aufforstung stellen sie Käse her. Aus Kuhmist produzieren sie Pflanzendünger. René Aguirres lebt seit 2 Jahren in dem Waldprojekt. Vorher wusste ich nicht viel drüber, aber ich habe schon einiges gelernt. Die Arbeit interessiert mich. Es gefällt mir, mit Pflanzen zu arbeiten. Bäume wachsen über Jahrzehnte. Stefan hat inzwischen Frau und Kind in Costa Rica. Für Vater und Sohn ist es ein Langzeitprojekt. Eine der wichtigsten Sachen bei so einem Projekt ist die Verantwortung, die man dafür hat, was man tut. Und diese Verantwortung über Generationen vielleicht weiterzugeben dabei, ist eine Stärke von diesem Projekt, weil jeder für den anderen auch da ist und weiß, er muss das richtig machen. Leo Prösler kehrt nach Deutschland zurück. Sein Sohn bleibt. Wenn die Bäume gefällt werden, wird Stefan Prösler fast so alt sein wie jetzt sein Vater.